Erstes Bundesligaspiel für Jens Keller als Cheftrainer von Schalke 04. Das Ziel ist klar. Königsblau will und muss in die Champions League. Die Hausherrin mit personellen Problemen in den blauen Trikots. Huntelaar und Jones gesperrt. Dazu Affelay und Papadopoulos verletzt. Sechste Minute. Luis Holtby auf Marika. Der Rumäne einzige Spitze im 4-2-3-1. Dem guten Start folgte dann allerdings sehr viel Leerlauf, denn auch Hannover zunächst nur mit ganz wenig Vortrieb. Dann aber mal über Jan Schlaudraff. Mehr als eine halbe Stunde war da schon gespielt. Schlaudraff in die Arme von Timo Hildebrand. Erst kurz vor der Pause erwachte Schalke dann aus einem fast 30-minütigen Winterschlaf. Fuchs. Und da ist Fafan, Jefferson Fafan. Fünftes Saisontor. 1-0 Schalke. Der lange Einwurf noch verlängert von Eggimann. Und dann leichte Übung für den Peruaner. Das 1-0 unmittelbar vor der Halbzeit. Wichtig für die geschundene Schalker Seele. Schalke mit der Ruhe und der Führung im Rücken jetzt selbstbewusster. Mit etwas Glück landet dieser Ball bei Holtby. Viel Platz und das perfekte Timing für Draxler. Julian Draxler. 2-0 Schalke, 49. Minute. Mirko Slomka, eins der beste Schalker Trainer, was den Punkteschnitt angeht. Sein Team nun gefordert. Bis hierhin noch ohne nennenswerte Offensivaktion. 6 Minuten nach dem 2-0. Huschtis Freistoß. Uschida köpft den Ball nur in die Mitte und da ist er, das Silva Pinto. Der Ball noch abgefälscht von Roman Neustädter. Alles wieder offen. Nur noch 2-1. Und 96 plötzlich mal im Vorwärtsgang über Şahit, der schneller als Fuchs. Das Huschti, 2 Kontakte, gibt's doch nicht. 2-2. Fast eine Stunde vorbei, plötzlich das Spiel wieder auf Null gesetzt. Super Technik vom Ungar. Inzwischen super das Spiel auf Schalke, mit Schalke. Denn Schalke jetzt mal wieder im Vorwärtsgang. Höger im Zusammenspiel mit Holtby, der wieder genial für Höger. 3-2 für Schalke 04. Nur 4 Minuten nach dem Ausgleich. Was für ein Match. Die Visiere inzwischen hochgeklappt bei beiden Teams. Kein Abseits. Höger macht das gut. Hannover in dieser Phase jetzt völlig unsortiert. Marika. Völlig allein gelassen. Das 4-2. Verrückte 18 Minuten. Fassen wir nochmal zusammen. 1-0 stand es zur Pause. Jetzt also 4-2. Aus 1-0 mach 4-2. Aber noch war ja nicht Ende. Nur 60 Sekunden später. Wieder Huschti, Doppelpack, nur noch 4-3. Was für ein Fußballspiel, was für ein Auftakt ins Fußballjahr 2013. Das geht doch gut los und die Partie war längst noch nicht entschieden. Wieder Şahit, der nur noch vorne zu finden war, kaum noch hinten, Diouf. Die Riesenchance für 96, 70. Minute war das. Tolle Moral der Niedersachsen. Dann aber 2 Minuten vor dem Ende. Der Ballverlust. Fafan. In der Mitte ist Holtby mitgelaufen. Das 5-3. 88. Minute. Das sollte es aber gewesen sein. War es aber nicht. Denn Hannover 96 hatte auch darauf noch eine Antwort. Und was für eine. Schauen Sie mal. Diouf, das 5-4. Ich verrate Ihnen, der Schlusspunkt an diesem Abend. 9 Tore, 8 davon in der zweiten Halbzeit. Hannover macht zwar das schönste Tor des Abends durch ihn, durch Diouf. Schalke gewinnt am Ende aber 5-4. Und Jens Keller sein erstes Spiel als Bundesliga-Trainer von Schalke 04. Eins ist sicher, das wird allen ganz lange in Erinnerung bleiben.